Kommt eine Abwrackprämie für ältere Benziner und Diesel? Wie viel Geld würdest du bekommen und was für ein Auto müsstest du dafür abwracken lassen? 2009 gab es bereits eine Abwrackprämie in Höhe von 2.500 Euro, die den von der Finanzkrise in 2007 getroffenen Autoherstellern helfen sollte, wieder auf die Beine zu kommen. Nun wird das Thema wieder aktuell, allerdings aus völlig anderen Gründen. Ich sage es deutlich vorab. Ich bin kein Freund der Abwrackprämie, selbst wenn es keine deutlich bessere Alternative geben würde. In diesem Video schauen wir uns den Auslöser der neuen Diskussion um die Abwrackprämie an und ich nenne mögliche Alternativen, von denen wir alle besser profitieren können und bewerte, wie wahrscheinlich die Einführung der Abwrackprämie ist. Hallo, ich bin Dirk Henningsen und kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie mein Vater 2009 seinen alten VW Passat verschrotten lassen hat, um die Prämie zu erhalten. Ja, er war alt und der Pole, den er alternativ gekauft hatte, passender für die Lebenssituation, aber es hat schon wirklich wehgetan, so sehen, wie ein optisch gutes und fahrbereites Fahrzeug platt gemacht worden ist. Der aktuelle Grund, warum die Diskussion um die Abwrackprämie neu gestartet worden ist, sind die schlechten Ergebnisse von Deutschland bei der Reduzierung der klimaschädlichen Gase im Straßenverkehr. 2023 hat Deutschland 13 Millionen Tonnen zu viel ausgestoßen und die Lücke könnte bis 2030 auf 34 Millionen Tonnen ansteigen, schreibt das ICCT. Das International Council on Clean Transportation ist eine gemeinnützige Organisation, die für die Wirtschaft und Regierung arbeitet und in einer aktuellen Studie ermittelt hat, dass durch eine Abwrackprämie 11 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden könnten, also rund ein Drittel der 34 Millionen Tonnen. Dabei stellt das ICCT folgende Kriterien auf. Dieselfahrzeuge, die mindestens 15 Jahre alt sind, und Benziner mit mehr als 25 Jahren erhalten eine Abwrackprämie, die mindestens 80% des Restwertes, also zwischen 2.000 und 6.000 Euro, entspricht. Insgesamt gibt es 7 Millionen Diesel und 1 Million Benziner, die diese Bedingung erfüllen. Zusätzlich erwartet das ICCT durch die Reduzierung der Luftschadstoffe erhebliche gesundheitliche Vorteile, da es weniger vorzeitige Todesfälle durch Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen gibt. In der Studie selbst wird untersucht, wie die 49 Millionen Benzin- und Dieselfahrzeuge möglichst kostengünstig zu anderen Fortbewegungsmitteln transformiert werden können, die weniger umweltschädlicher und gesundheitlich unbedenklicher sind. Dabei werden der Abwrackprämie auch E-Fuels gegenübergestellt, die bei deutlich höheren Kosten, wir reden hier so von 619 bis 910 Euro je Tonne, nur 190.000 Tonnen CO2 einsparen können, im Gegensatz zu den 11 Millionen Tonnen durch die Abwrackprämie bei geschätzten Kosten von nur 255 Euro für Benziner und 313 Euro beim Diesel jeweils pro Tonne. Das Problem der E-Fuels ist, dass die Produktionskosten hoch und sie nicht in ausreichender Menge verfügbar sind bzw. auch nicht zeitnah verfügbar sein werden. Zusätzlich haben sie keine positiven Auswirkungen auf die Luftqualität und somit auf unsere Gesundheit. Ob eine Abwrackprämie den gewünschten Effekt bringt, ist allerdings auch offen, denn erst einmal müsste sie politisch entschieden und dann auch noch von den Autofahrern angenommen werden, da sie selbstverständlich freiwillig sein würde. Ganz ehrlich, das ist mir zu vage und von zu vielen Faktoren abhängig. Ich gehe nicht davon aus, dass die Abwrackprämie kurzzeitig eingeführt werden wird. Sinnvoll ist die Diskussion trotzdem, denn Fakt ist, der Ausstoß des klimaschädlichen CO2 muss reduziert werden und jeder Ansatz dazu sollte beleuchtet werden. Doch was ist zum Beispiel die Alternative zu einer Abwrackprämie? Wer ein altes Auto fährt, hat seine Gründe. Einige können sich kein Auto leisten, das zum Beispiel über 7.500 Euro kostet. Andere wollen den Youngtimer nicht verschrotten, sondern zum Oldtimer reifen lassen. Diese Gruppe nun mit bis zu 6.000 Euro bei einem Fahrzeugrestwert von 7.500 Euro zu einem Neuwagenkauf zu verleiten, ist vermutlich nur in den wenigsten Fällen erfolgreich, in denen eh über den Kauf eines Neufahrzeugs zum Beispiel nachgedacht worden ist. Viel sinnvoller ist nach meiner Meinung, bei den Neuwagenkäufern anzusetzen. Diese haben das Geld, ein neues Auto zu kaufen und hierbei sollte von staatlicher Seite so lange Steuern eingegriffen werden, bis der Markt die Rahmenbedingungen für eine umweltfreundliche Ausrichtung geschaffen hat. Und zwar ohne, dass wir Steuerzahler aber Milliarden über Umwege an die Autohersteller zahlen, die zu zögerlich bei der Umstellung auf E-Autos sind.
Damit meine ich ganz bewusst nicht einfach nur wieder eine Neuauflagung des Umweltbonus, also einer Prämie beim Kauf von E-Autos, sondern einen ganzheitlichen Ansatz und vor allem kostenneutralen Ansatz. Das kann zum Beispiel ein Umweltaufschlag für Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sein, der für die Auszahlung eines Umweltbonus bei E-Autos genutzt wird. So wird kostenneutral für uns alle das Geld von umweltschädlichen Autos mit Verbrennungsmotoren zu sauberen E-Autos umgeleitet und die teilweise noch vorhandenen höheren Anschaffungskosten bei E-Autos ausgeglichen. Frankreich zum Beispiel macht das vor und hat sogar noch eine soziale Komponente eingebaut, sprich Neuwagenkäufer mit weniger Geld erhalten einen höheren Zuschuss als die mit mehr Geld beim Kauf eines E-Autos. Es kann nicht sein, dass Firmen oder Privatpersonen heute noch einen Verbrenner neu kaufen müssen, weil er günstiger als ein vergleichbares E-Auto ist oder es schlichtweg in der Fahrzeugklasse keine brauchbaren E-Autos gibt. Bei der Ausgestaltung des Förderkonzepts ist natürlich zu berücksichtigen, dass sich die Autohersteller nicht wieder entspannt zurücklehnen, weil die Versäumnisse bei der Kostenreduktion oder in der Modellpolitik von staatlichen Prämien ausgeglichen werden. Denkbar sind zum Beispiel Bedingungen für die Zulassung der eigenen E-Autos am Förderprogramm, die die Markteinführung von günstigen Elektrokleinwagen innerhalb von 5 Jahren festschreiben und bei Nichteinhaltung zu Strafzahlungen führen. Fazit: Wir stehen vor großen Herausforderungen beim Umbau des Verkehrs. Die bisherige Taktik von vor und zurück, zögern und dann doch nicht entscheiden, bringt uns nicht weiter, sondern nur näher an den Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt und unsere Automobilindustrie vollständig kollabiert. Wenn wir so weitermachen, wird die deutsche Automobilindustrie völlig abgehängt. Hunderttausende dürfen sich einen neuen Job suchen und wir können nur noch billige chinesische E-Autos kaufen. Das ist, ganz ehrlich, für mich keine Alternative und ich denke, für dich auch nicht. Da macht doch ein kostenneutrales Förderprogramm, das umweltschädliche Fahrzeuge verteuert und umweltfreundliche verbilligt, mehr Sinn. Vor allem, wenn das Förderprogramm dann noch von einer eindeutigen Entscheidung zur E-Mobilität in allen Bereichen flankiert wird, sprich mit einem beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energie, der Stromnetze und der Ladeinfrastruktur in den Ballungsräumen, sodass kein E-Autofahrer eine Wallbox braucht, sondern dort laden kann, wo das Auto sowieso steht. Hast du Ideen zu Alternativen zur Abwrackprämie oder meiner kostenneutralen Umverteilung? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Hinterlasse sie gerne unter dem Video und abonniere meinen Kanal, wenn du das noch nicht getan hast. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, dein Dirk Henningsen. Ach, fast habe ich es vergessen. Komm doch in unsere Telegram-Gruppe, wo viele Gleichgesinnte, wir sind jetzt über 350, diskutieren und du auch weitere Informationen zum Video bekommst, wie zum Beispiel die Abschrift und den Link zum Video, sodass du kein Video mehr verpasst. Den Link zur Gruppe findest du wie üblich in der Videobeschreibungsbox. Ich freue mich, wenn wir in der Gruppe gemeinsam diskutieren. Bis dann, dein Dirk Henningsen.